So, wir wollen denn mal ernsthaft bewegen jetzt und dafür gehen wir in die Animation. Wie wir sehen, haben wir schon mehrere Latizen, habe ich mir gemacht hier. Und ich hoffe, ihr habt das vorige Tutorial schon gesehen. Sonst müsst ihr erst das angucken. So, dann machen wir mal hin. Aber machen wir mal hier ein bisschen größer. So. Auch größer hier. Erstmal wieder nach Null kommen, das ist ja nur so eine Sache für sich hier. So, bei 0,8 sind wir bei 20. So, jetzt machen wir den erstmal hier unten. Mein Gott, warum habe ich den immer an? So, gehen wir bei Shapes rein. Die Basis ist schon da. Und Edit Mode, Shift-Taste, die beiden rechten wegdrücken. G, Z. Ja. So, und hier machen wir ein Key. So, den machen wir U auf. Das heißt unten auf. So. Wissen wir, was gemeint ist. So. Jetzt gehen wir mal zurück und dann sehen wir 0,8 und 1,6. 0,8, 0,8, 1,6 sind 40. So, jetzt machen wir hier wieder die Basis und einen neuen Schlüssel. Lattice Keys 2. So. Zu machen wir mal. Aber immer hat er das angenommen? Ja. So, lassen wir mal laufen. Wunderbar. Und wir sind bei 54, 55 hier. 50 haben wir gemacht, ne? 0,8, 1,6, so war das. 1,6 bei 40. Und 60 ist wieder zu. Und jetzt können wir so weitergehen. Und jetzt machen wir aber erstmal, jetzt gehen wir erstmal auf 1. So, einfach auf 1, jetzt nehmen wir den hier. 0,8. Den Mut. Hier nehmen wir auch die beiden weg. GZ. Und so, den lasse ich jetzt mit Key 1, den ändere ich jetzt nicht. So, 1,6. Gehen wir hier wieder auf die Basis. So. So, lassen wir mal ablaufen. Mund auf, Mund zu. So, da können wir jetzt immer weiter und weiter machen. So, 2,4. Wieder hier 1, Mund auf. Habe ich Latisse gedrückt, so. Und hier auf. So, dann ist es schön, wenn man die beschriftet hat. Und jetzt gehen wir nochmal 20 weiter. Gehen wir. War das jetzt 20 jeweils? 15. Nee. 20. Gehen wir jetzt mal auf 80. Oh, 3,2. Und hier nehmen wir zu.
So, und den mit Basis. Ist auch zu. Heute wir beim Anfang. Gucken wir mal. Auf, zu, auf, zu. Wunderbar. So, jetzt nehmen wir den hier. Key. Ist die Basis. So. Und jetzt gehen wir skanieren auf 4,8. Und Edit Mode, jetzt nehmen wir den und den. GZ. So. Schlüssel. So, Auge zu. Und hier, jetzt müssen wir hier wieder rausgehen. Basis, Auge auf, Schlüssel. So. Fangen wir von Anfang an. Und auf, zu, Äuschen zwinkern. So, jetzt gehen wir hier nochmal hin. So. Machen wir hier einen Schlüssel hin. Ach, Schlüssel, Latize, so, Schlüssel. Oh, gehen wir auf 4,6. Und Edit Mode, nehmen wir nur die beiden äußeren. GZ und S. Oh. Schlüssel. So. Und den hier war genau der gleiche. Die beiden EZ. S. So, Schlüssel. Diese. So, jetzt gehen wir hier zum Ende hin. Und jetzt machen wir Basis, Schlüssel, Latisse hier auch zu, Schlüssel, Latisse. Jetzt fangen wir mal von vorne an. Was macht er jetzt? Mund auf, Mund zu, Mund auf, Mund zu, grinsen, Äuschen kneifen. Ja, so kann man bewegen. Und eine ernsthafte Animation dahin kriegen. Jetzt gehen wir nochmal im Model nochmal rein. Gucken wir uns das nochmal an. Alt A. Das hier auch treffen. Oh. Ja, da läuft es da. So, wenn man ein bisschen genauer arbeitet und die ganzen Bereiche, da kann man wunderschöne Gesichtszüge mit hinkriegen, also und den auch entstellen. Habe schon viel Spaß mit gehabt. Ich hoffe, den einen oder anderen hat es gefallen und hilft einen auch weiter. Das war's für heute und tschüss.